wäre, wenn wir von Akademisierung reden, sitzen wir da vielleicht einer Mogelpackung auf, in dem Sinne, wenn heute studiert wird, ist das nicht mehr das Gleiche wie vor 20 Jahren, im Sinne von, es ist nicht mehr dieselbe Universität, sondern es ist eine Universität, die durch die Bachelorstudiengänge eher eine Mischung aus dualer Ausbildung und Fachhochschule darstellt. Das würde ich so im Durchschnitt nicht sagen. Wir haben schon Entwicklungen, wir haben heute die klassischen Studienfächer, die Humboldtschen Fächer, da haben wir deutlich mehr Plätze auch als früher. Also es ist nicht so, dass wir eine reine Verschulung, eine reine Berufsorientierung des Hochschulsystems beobachten, aber wir haben beides. Wir haben sowohl den sehr stark forschungsorientierten, in die Spitzenforschung gehenden Zweig und wir haben daneben einen, der stärker in die Berufsbildung oder in die Berufe hineinführt, stärker qualifizierend für den Arbeitsmarkt auch ist. Da ist die Nachfrage der jungen Menschen auch sehr hoch, über die Hochschule Aufstiegsmöglichkeiten zu realisieren, Berufsperspektiven sich zu schaffen. Das heißt, wir beobachten beides, was man auch in den neuen Studiengängen auch besser schon am Abschluss ablesen kann. Wir haben dann die Bachelor und Master of Science, die sehr stark eher in die wissenschaftliche Orientierung gehen sollen und die Abschlüsse auf Arts, die stärker anwendungsbezogen sind, auch stärker Richtung Arbeitsmarktperspektiven zielen. Ein Hörer schreibt uns, auf die Lebenszeit betrachtet kommt der Akademiker niemals auf 45 Rentenjahre. Das ist in den seltensten Fällen der Fall. Ist das eine Rechnung, die aufgeht? Macht die lange Dauer der Berufstätigkeit bei Menschen ohne akademische Bildung das Wett, was die anderen innerhalb kürzester Zeit erwirtschaften? Wir können beobachten, dass im Alter von 30, im Alter von 35 das Lebenseinkommen der Person mit Berufsausbildung höher ist, bis zu diesem Alter. Aber irgendwann, ab dem Alter von 40, überholt dann der Akademiker den Personen mit Berufsausbildung im Durchschnitt aller Fächer und liegt dann bis zum Renteneintritt höher. Also über das gesamte Lebenseinkommen, was wir beobachten können, zum Durchschnitt sind akademische Abschlüsse mit höheren Einkommen verbunden als berufliche, aber eben die Einkommen sind etwas später im Lebenslauf und die sind auch häufiger in Karrierepositionen am Ende und können dann höhere Einkommen erzielen. Eine Wortmeldung, die wir gerade hatten, ging ja so in die Richtung, dass es immer mehr Akademiker gibt, sagt nichts darüber aus, ob sie mit Fähigkeiten ausgestattet sind, die der Arbeitsmarkt auch wirklich braucht. Weil der Markt nur spezifische Fähigkeiten braucht. Also die Quote hat allein keinerlei Aussagekraft. Wenn ich Sie richtig verstehe, ist das auch Teil Ihrer Argumentation, dass Sie sagen, man muss sich wieder viel genauer angucken, welche Studiengänge sich überhaupt ökonomisch auszahlen und welche man macht aus Spaß an der Freude. Ja, wenn man ökonomisch draufschauen will, ist das sehr unterschiedlich. Aber wir haben ja auch die Studierenden gehört am Anfang. Es gibt auch viele, die sagen, es hat ganz andere Gründe, warum sie ein Studienfach suchen, weil sie vom Thema begeistert sind, weil sie sich in bestimmten Fächern einfach für sich selbst Entwicklungsperspektiven sehen und diese kulturellen Interesse beispielsweise oder Interesse an bestimmten Sprachen, an bestimmten geisteswissenschaftlichen Fächern einfach für Sie der Hauptmotivator sind und gar nicht unbedingt der Arbeitsmarkterfolg. Wir sollten auf einen Komplex noch gucken, der mir wichtig ist. In den vergangenen Jahren hat sich ja ein Trend herausgeschält, den viele begrüßen, dass zum Beispiel Logopädinnen, Physiotherapeuten, Erzieherinnen, Hebammen, Berufe, die früher ganz klar nur Ausbildungsberufe waren, dass die akademisiert werden in dem Sinne, man kann sie auch studieren oder man geht den klassischen Weg. Ist das sinnvoll inhaltlich, ist die Frage. Die andere Frage ist, lohnt es sich ökonomisch für diejenigen, die es machen, wird ihre Kompetenz auch finanziell anerkannt. Meine Kollegin Jessica Sturmberg war an der Hochschule für Gesundheit in Bochum und hat eine Reportage mitgebracht, die da ein bisschen nachdenklich macht. Dann suchen wir uns mal einen Ton aus einer mittleren Lage und schütteln raus und lassen den Ton dabei nach unten fallen. Steffen Glückselig unterrichtet Logopädie-Studenten im Fach Sprecherziehung. Und wir produzieren den Melodiebogen. Damit die Studenten lernen, wie man Stimmen heilen kann, müssen sie zunächst alle Facetten der Sprecherziehung erlernen. Stimmgebung, Atmung, Körperhaltung, Artikulation. An der Hochschule für Gesundheit in Bochum bekommen sie zum einen dazu die praktische Ausbildung, zum anderen besuchen die Studenten aber auch Vorlesungen über Therapiemethoden, Studienauswertungen, Statistik oder Fachenglisch. Das gesamte Studium der Logopädie dauert hier 7 Semester. Und die Besonderheit hier am Studiengang ist, das trifft aber auch für die anderen Studiengänge zu, dass die Leute nach 6 Semestern ihren Berufsabschluss bekommen. Das heißt, die werden staatlich anerkannte Logopäden und ein Semester später bekommen sie dann ihren Bachelorabschluss. Erläutert Sprechwissenschaftler Steffen Glückselig.